So, heute bin ich auf seinem einen Amiga-Treffen. Amiga Ruhrport Convention. Mein Ziel und mein Hobby ist es, meinen alten Amiga 4000 wieder ins Leben zu kriegen. Ihr seht ja hier Stände. Ich schalte mal auf einen anderen Monitor um, weil es ist ein bisschen zu hoch. So, jetzt habe ich mal die Frequenzzahl etwas geändert, damit der Monitor hier nicht flackert. Thank you.
Weil ich hatte schon einer, der nicht läuft. Das war einfach mal. Komm mal gleich wieder. Ich komme Scheiße, ja. Da liegt ein Haar auf der Leiter, weil das ist ein guter Amiga Fan sein Ausgaben. Haben wir eine Nummer? 72. Die 72? Okay. Nochmal zwei Ausgaben. 25. Ist die 25 hier? Nochmal zwei Ausgaben. 25. Gibst du mir die Nummer? Dann haben wir nochmal ein Mauspad, Amiga Fan sein. 37. Die 37. Hatte, glaube ich, doch nicht. Sollen wir mal eine zweite Runde machen? Wir machen gleich eine zweite Runde. Ich glaube, die kommen auch erst noch später. Ja, gut, ich hatte ja angekündigt. Nochmal ein T-Shirt. 61. Die 61? Haben wir jemand? Ja. Bitte sehr. Vielleicht ein bisschen groß für dich, aber... Man wächst rein. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Haben wir schon eine Nummer? Ja. Hause raus. Ist die Nummer 50 hier? Nein, nicht die Nummer. So geil und dann. Mach gleich noch mal. Hier nochmal danke an den User Daniel Völkel. Ein Bomberman. Die Nummer 60? Kommt 60 GB Kompaktflashkarte. Nummer 58. Die Nummer 58. 58. Kommt jemand? Bitte einmal so signalisieren, dass ich weiß, da ist. Ja, kommt jemand. Ja. Ja, freut mich, Michael. Glückwunsch. Amiga Fan sein Chronograph. 73. Die 73. Ach, guck mal. Das freut mich. Glückwunsch. Danke. Reshoot Soundtrack. 64. Die Nummer 64?
CD32 Adapter für den Controller von Alinea. Nummer 5. Die Nummer 5. Super. Ach, guck mal. Wieder nur mit Maussteuerung. mit Anleitung, pass auf. Liegt dann für die 32 dabei? Natürlich. Ich hau jetzt hier alles raus, Leute. Dann sag die Nummer. 51. Die 51 für nochmal ein Fansein-Chronographen. Danke ans Amiga-Fansein, Andi Brenner. Marco Wittgenstein. Und noch eine Kompakt-Flashcard, 16 GB. Die Nummer 1. Ja, da muss ich jetzt mal zu sagen, der Kai Pirinha, der wollte unbedingt die Eintrittskarte Nummer 1 haben. Und da der im Team ist, ist der jetzt raus. Ja? Einfach um hier so auch so eine... Genau, wir ziehen einfach nochmal. Zieht mal nochmal. Wir hauen die raus. 92. Keine 92, dann packen wir die dazu. Legen das an die Seite. Vorsichtig, danke schön. Ach, wusste ich gar nicht. Wir machen einen zweiten Anlauf. Wir haben es zweimal. 56. Jetzt kommt, bitte. In Via Collectors Edition. 56. Kein Problem, du hast die Karte, ist dein Gewinn. Glückwunsch. Alles gut. Ich habe noch ein C64-Game. Collectors Edition. 28. Martin, Glückwunsch. Ein Amiga-Shirt. 93. Kann man zur Seite legen, bitte? Die Nummer? Amiga-Fansein-Shirt. Nummer 18. Die Nummer 18. Amiga-Fansein-Shirt. Die Nummer 18, keiner? Glückwunsch. In dem Alter. Alles gut. Turrican Mousepad haben wir noch. Zwei. Bitte? 29. Die Nummer 29 für Amiga Turrican Mousepad. Hat jemand die 29? Und noch eins. Die Nummer 77. Die Nummer 77? Ja, ja. Schön. Live auf Kamera direkt. Ja. Und noch ein Bomberman. 9. Die Nummer 9. Ja. Schön. Ja, bitte sehr. Und noch ein Bomberman. Nicht zwei Stück. Jemand mit der 95? Ja, ich bin. Gibst du mir die Karte bei AK1? Ah. Hey, geil gewesen. Ein Amiga, der nicht funktionieren will. Das kriegt mich noch hochgefahren. Nur noch Flash-ROM von Alinea. Die 42. Machen wir direkt nochmal, wir haben nämlich zwei. Haben wir eine Nummer? Nummer 74. Die 74? Die habe ich auch nochmal, ich finde zwei gute Freunde.
Danke. Mit einmal auf Alinea zugehen für die für das Beschreiben. Okay, Alinea. Mit dem Simon abklären von Alinea. Okay. Dann haben wir noch Games. Am 79. Was haben wir nochmal? Kernel. 47. Die 47. Glückwunsch. Noch ein Doomsday, CPC. Die 72? Ah, Entschuldigung, 52. Super. C64 sagst du, ne? CPC schneiden. Okay. Und noch ein. Nummer 12. Die Nummer 12. Ach. Machst du vielleicht noch einen Podcast? noch ein interaktives Spiel. Die 26. Ein Spiel von Polyplay. Aus dem Hause Polyplay. 26. Nö. So, dann habe ich noch Ausgaben vom Amiga-Fan-Sein. Ach, ich habe noch eine Fahrradklingel, Ruhrpott-Fahrradklingel. Die 82. 82. Der Carsten hat die 82. Ist keine Turrican-Fahrradklingel. Ah, hier ist so eine. Super, Carsten. Ja? Hat schon wieder gelohnt. Jetzt habe ich noch Ausgaben vom Amiga-Fan sein. 14. 14. 14 haben wir? Zwei Ausgaben und nochmal zwei Ausgaben. 58. Nochmal zwei Ausgaben. 40. Nochmal zwei Ausgaben. 55. Die 55. Timo, tust du mir das weg? Ja. Du hast die 55, ja, danke sehr. Wenn man eine Seite legt. Das ist nicht schlimm, da ist ja vergeben. Und nochmal zwei Ausgaben. 16. Die 16. Haben wir jemand? Super. Ich habe noch jede Menge Future Magazin Ausgaben. Die würde ich dann vielleicht für alle, die... Nee, warte bitte mal. Die würde ich gleich auslegen und wer da vielleicht noch nichts gewonnen hat, kann sich vielleicht noch ein Amiga Future Magazin nehmen und noch ein paar Fan sein und dann sind wir eigentlich... Ach nee, Entschuldigung. Ich habe noch ein Flash-ROM von 75. Ach, guck mal hier. Bitte einmal auf Simon zugehen, zwecks Beschreibung. Ja, also Beschreibung des ROMs. Und die packe ich gleich so raus. Wie gesagt, wer da Interesse hat, dann wird es uns den Rahmen sprengen, wenn wir jetzt hier noch die einzelnen Ausgaben verlosen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und es waren coole Sachen dabei. Glückwunsch an die Gewinner. Und danke, dass ihr hier seid nochmal. Danke. So, hier habe ich diverse Hardware. Besser gesagt Software. Hardware kommt gleich. Alles Original Amiga-Spiele von Hardware-Bearbeitung, das heißt Textverarbeitung, Programmierung bis zu Games. Eigentlich eine sehr schöne Geschichte, aber damals konnte man sich diese Spielprogramme nicht alle leisten. Wir ging es oft, dass die Hardware und die Software von Hand zu Hand gereicht worden ist. Also besser gesagt bei der Software. Und das war wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum Spielehersteller dann von dem Amiga weggesprungen sind und so den Tod des Amigas eingeläutet haben. Was natürlich
Die Frage ist, was wäre aus dem Amiga dann geworden, wenn der noch weiterentwickelt worden ist? Ich vermute mal, dass es auf den gleichen PC-Basis lief, mit bekannten Intel-Chips oder ADM-Chips oder andere und eventuell schnelleren Grafikkarten. Der Amiga 500 in Blau umgespritzt. Hier habt ihr noch Joysticks, Atari 2600, Gamepads, ein Amiga 600. Aber das ist, glaube ich, so die Zukunft. Das sieht mir nach PC-Tastatur aus. Schönste eine. Oh ne, das ist auch noch ein Amiga. Deswegen ist das Problem mit dem Joystick auf verschiedenen Schaften. Fotokarten und andere Spiele. Hier ermöglicht es sich, ist natürlich schon mal nicht gut, ja, weil relativ kleiner Hardware kann man nicht wissen, dass es aber schon ein bisschen mehr gehabt hat. Wir haben einen Amiga 1200, da muss ich wieder den Bild anpassen mit dem Flackern. Jetzt nicht sagen, was könnte ein Amiga 1200 sein auf Acker warten. Auf die Bitte, 1200. Nein, 12.000. Bitte? 12.000. 12.000, aber wie habt ihr das hingekriegt? Ja, eine Null mehr. Habt ihr den Papier oder was? Obwohl, der ist schon schnell. Lass mich mal raten. Also eine Lichtorgel. Megabyte habe ich ja mir auch ab drauf. Das sind 4000er bei mir. Leider habe ich keinen, der mir meinen Dorf verdoktern kann. Akkuscharf? Nein, Akkus, die kommen alle top bei mir. Aber? Die Festplatte ist bei mir kaputt gegangen. Aber die Festplatte ist doch kein Ding. Hab neue ja reingesetzt. Fuhr nicht mehr hoch. Da gab es einen Lötfehler an einem Portabord. Gab es einen Lötfehler. Ja. Eingeschickt. Ja. Funktionierte wieder. Ja. Zurückgenommen, eingebaut. Er startete nicht. Ich habe über Disketten starten können, aber die nicht mehr einbinden können in den Festplatten. Festplatten werden mir irgendwie anders angezeigt. Mit Fragezeichen und sowas. Daher suche ich jemanden, der die Kiste wieder. Aus welcher Stadt bist du? Das heißt, ein Amiga-Laptop. Ich hatte leider noch keine Laptops damals. Vielleicht wären sie damals schon rausgekommen. Wieder gekriegt. Amiga 500 in der Bauweise. Der C64 sogar. Was haben wir da bloß alles umgebaut? Ein Amiga und ein PC? Aber nicht schlecht. Toll, dann jetzt. Nee, eigentlich Atari Amiga. Ja, da.
könnte aber auch ein Tausender sein. Also das ist damit jetzt ein Tausender. Der unlackierte Amiga 500. So, hier kann man sich mit Getränke versorgen. So. Das ist wahrscheinlich, weil wir jetzt hier miteinander standen, oder was? Ich habe auch noch 14 der Stadt von 10 der Dirk ist ja
Könnte man Spiel spielen? Das Game? Bitte? Das Game mal spielen? Für mich? Flugsimulator. Ihr müsst also gucken, dass ihr da immer auf die Linie bleibt und genau. Kann ich nicht schießen? Also eine Art Flugrennen ist das. Nicht schlechte. Okay, ich wollte mal kurz hier weitermachen, das spielt ja. Ja klar. So, warum bist du noch nicht da? Oh, nee, nicht? Ich gekauft von einem, der im Original gebaut hat. Und ich habe ihn nur gekauft, weil er in der Tausendkopfplatte vorbei war. Die wollte ich haben. Bericht zum Besuch. Ja, ich habe mir sehr viele Amigas angeschaut. Ich habe auch einen Kontakt geknüpft. Bei den anderen leider. Naja, es sind auch nur Fans und gröbere Sachen, die sie erledigen können. Aber das Problem, was ich ihm geschildert habe, war wohl etwas zu heikel. Aber einen Kontakt habe ich trotzdem gefunden und vielleicht kann ich auf diesem Weg dem Amiga 4000 wieder Leben einhauchen. Er funktioniert zwar, aber nicht so, wie er soll. Ja, Spiele habe ich auch ein paar Spiele gespielt. Ich habe euch ein paar Sachen auch so ganz mal kurz angezeigt. Ja, die Konvention, kann man sagen, oder Convention, wie man es richtig ausspricht, hat sich für mich gelohnt.
Das war's für heute. Wir verlassen nun die Veranstaltung. Sie war sehr informativ und ich habe auch meine Kontakte gefunden. Ja, vielleicht kriege ich meine Kiste doch mal zum Laufen. Das wäre mein Ziel. Bis dann.